Ja, Luzern, Leventer-Völker. Ihr seht, draußen ist noch nicht viel passiert. Heute ist mal wieder ein warmer Tag nach langer Zeit. Bestimmt 2, 3 Wochen war jetzt richtig schlechtes Wetter hier. Da konnte ich draußen gar nichts machen. Und dementsprechend sieht es auch aus. Also, hier ist noch nicht viel passiert. Diese Folge wird sowieso ein wenig kürzer werden, weil ich momentan nicht viel zu zeigen habe. Ich zeige jetzt nochmal die Neuigkeiten von meinen Guppies. Und dann soll es auch schon wieder da losgehen. Hier der große 500 Liter Teich. Die Katze wartet auch schon drauf, dass ich ihn aufmache. Ist auch noch nichts passiert. Aber jetzt im April, denke ich mal, wird sehr viel hier draußen passieren. Naja. Ja, hier im 54 Liter Becken kristallisiert sich jetzt er hier als John Maniello heraus, als männlich. Ist aber auch der einzige, der jetzt momentan sich so zeigt. Alle anderen sind aus dem Wurf sind Weibchen. Beziehungsweise sieht es bis jetzt danach aus. Ja, hier gieren sie jetzt schon wieder nach Fressen. Kommen wir nicht da denken, sie gibt was zu fressen. Hier habe ich von den adulten Guppies 2 verloren, einmal ein Männchen und einmal ein Weibchen, das schwarz angefärbte Weibchen. Jetzt habe ich also nur noch hier dieses Männchen und halt die anderen Weibchen drin. Und natürlich meine 2 Wälse, die darf ich natürlich nicht vergessen. Ja, zu guter Letzt meine Blackies, hier hat sich gar nichts getan, alles beim Alten. Und da hoffe ich doch mal bald auf Nachwuchs und hoffe dabei auch, dass die Jungen nicht gleich alle auffressen. Das soll es für diese Folge schon gewesen sein, wie schon gesagt, es wird eine kurze Folge, weil ich momentan nicht viel zu zeigen habe. Es wird hoffentlich wieder ein bisschen mehr in den nächsten Wochen. Die richtige Saison geht ja erst los mit den Guppies draußen. Und die Vorbereitungen. Und von daher sage ich Tschüss bis zur nächsten Folge.